herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, was man aus einem Spitzkohl Leckeres herstellen kann. Und zwar kochen wir heute überbackene Spitzkohlbrote, garniert mit krossen Speckstreifen und Schnittlauch. Den Spitzkohl dafür als erstes halbieren, den Strunk herausschneiden und danach in feine Streifen schneiden. Als nächstes den Frühstücksspeck einfach mit einem Messer in dünne Streifen schneiden. Die Zwiebeln abziehen und anschließend fein hacken. Danach einen Topf mit etwas Salzwasser aufsetzen. Das Salzwasser zum Kochen bringen. Dann den Spitzkohl dazugeben. Und für etwa 3 bis 4 Minuten im Kochwasser garen. Den Spitzkohl anschließend über einem Nudelsieb abgießen und komplett abtropfen lassen. Als nächstes eine große Pfanne oder einen Wok ohne Öl oder Fett erhitzen, die Speckstreifen darin ein paar Minuten knusprig ausbraten, dabei gelegentlich umrühren. Und dann auf Küchenpapier verteilen und abtropfen lassen. Jetzt ein Stück Butter in die Speckpfanne geben. Dann die Zwiebeln dazugeben. Und ein paar Minuten bei mittlerer Hitze glasig dünsten, dabei gelegentlich umrühren und sobald die Zwiebeln glasig sind, den abgetropften Spitzkohl dazugeben . Außerdem einen Becher Creme Fraiche . Salz frisch gemahlenen Pfeffer und etwa einen halben Teelöffel Muskatnuss. Jetzt alles miteinander vermengen, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Dann habe ich hier Roggenbrotscheiben, die habe ich im Toaster kurz angeröstet. Die Spitzkohlmasse jetzt auf den Broten verteilen. Als nächstes noch geriebenen Käse auf dem Spitzkohl verteilen. Und danach für etwa 6 bis 7 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Grillfunktion überbacken. Bis der Käse geschmolzen ist, dann die Brote auf Tellern anrichten
und zum Schluss mit den großen Speckstreifen und etwas fein gehacktem Schnittlauch garniert servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.